Stoffwindel oder lieber eine Wegwerfwindel? Vor der Frage stehen viele Eltern, wenn sie gerade ihr erstes, zweites, drittes Kind erwarten. Und in diesem Video möchte ich dir heute einfach mal vorstellen, warum Stoffwindeln einfach toll sind und warum du lieber keine Wegwerfwindel nehmen solltest. Für uns Eltern ist auch das Wichtigste, dass unsere Kinder gesund sind, dass es ihnen gut geht. Und der Punkt Gesundheit ist bei Stoffwindeln ganz, ganz wichtig. Eine Wegwerfwindel besteht aus vielen hochkomplexen chemischen Einzelteilen. Das ist ja nicht nur irgendwie Watte, also Zellstoff, der lose irgendwie reingelegt wird. Nein, die Wegwerfwindeln haben sich in den letzten Jahrzehnten zu wahren Wunder der chemischen Industrie entwickelt. Du siehst, wie dünn und wie flach so eine kleine Wegwerfwindel überhaupt ist. Und das ist dem geschuldet, dass eine Wegwerfwindel wirklich hier drin Superabsorber hat und dass diese Superabsorber sich dann eben vollsaugen können. Und das möchte ich dir jetzt auch mal vorstellen und zeigen. Und ich werde diese Windel jetzt hier durchschneiden. Und dann nehme ich dieses Glas mit Wasser und tauche die Windel mal ein. Und dann siehst du schon, dass da nichts mehr raustropft. Und du siehst auch, dass sich hier, so wo das Wasser jetzt drangekommen ist, dass sich hier diese Kügelchen vergrößern und aufquellen. Dieses Gel, das quillt jetzt richtig auf. Dann drücke ich das mal so ein bisschen auseinander. Kannst du das sehen? Und du kannst dir vorstellen, dass das wirklich hochkomplexe Teile sind, die da drin sind, diese Superabsorber. Ja, und dann riechen diese Windeln ja auch ziemlich unangenehm. Wenn ich das so rieche, das riecht sehr, sehr nach Kunststoff einfach. Ja, das sind die Wegwerfwindeln. Die sind auch überhaupt nicht weich oder kuschelig oder angenehm auf der Haut. Sie sind so glatt und fühlen sich plastikmäßig einfach an. Es gibt viele Kinder, die reagieren auf diese Bestandteile, die in den Wegwerfwindeln drin sind. Die reagieren mit Hautrötungen und es gibt dann auch sehr viele Kinderärzte und auch Hebammen, die dann zu den Eltern sagen, probiert mal Stoffwindeln aus. Viele stellen sich dann vor, oh, das ist bestimmt total kompliziert, das kann ich nicht. Das sind doch diese großen Tücher und wie geht das denn? Ja, natürlich gibt es diese großen Tücher, die Mullwindeln. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Aber es gibt ja auch mittlerweile ganz tolle, leicht anzulegende, andere bunte Windeln, schicke Windeln. Trotzdem sind die immer noch super, diese Mullwindeln. Und die Windeln aus Stoff, die sind atmungsaktiv. So, und das sind in den meisten Fällen sind das Naturmaterialien, die an die Haut deines Kindes kommen. Es fühlt sich ja auch ganz anders auf der Haut an. Hier so eine glatte, plastikähnliche Wegwerfwindel oder eben hier so ein toller, kuscheliger Baumwollstoff. Das ist ein richtig großer Unterschied. Natürlich gibt es Kinder, die keine Stoffwindeln vertragen. Aber dann würde ich auch lieber erstmal gucken, was steckt denn dahinter? Verwende ich ein falsches Waschmittel? Wird es nicht richtig ausgewaschen? Wird das Kind nicht oft genug gewickelt? Da kann man auch mal dahinter gucken und dann stellt sich ganz, ganz oft heraus, dass die Stoffwindel sehr wohl besser vertragen wird als eine Wegwerfwindel. Ein zweiter gesundheitlicher Aspekt ist das breite Wickeln. Du weißt ja, dass dein Kind einige Wochen nach der Geburt diesen Ultraschall macht, dieses Hüftscreening. Und es wird geschaut, ob die Hüftgelenke auch richtig ausgereift sind. Und in ganz vielen Fällen fehlt da noch ein bisschen was. Und dann empfiehlt auch sehr oft der Orthopäde, das Kind mal breit zu wickeln. Also es sind oft nur leichte Fehlstellungen und da muss gar keine Spreizhose verwendet werden, sondern da reicht es aus, dann eben hier diese dünnen, schmalen Wegwerfwindeln gegen breitere Stoffwindeln auszutauschen. Natürlich hat ein Kind damit einen breiteren Popo und garantiert passen dann auch nicht die super schicken, schmal geschnittenen Jeans, aber ganz ehrlich, da steckt ein ganz kleines Mini-Neugeborenes in Jeans, die so unbequem sind. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt für die Stoffwindeln ist das Familienbudget. Kannst du dir vorstellen, was Wegwerfwindeln auf eine Zeit von 2 bis 3 Jahren kosten?
Du musst mit ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro rechnen. Also 1.500 bis 2.000 Euro, das ist echt schon mal eine Hausnummer. Und das merkst du ja in den meisten Fällen nicht sofort, denn du kaufst ja eine Packung nach der anderen. Und du merkst gar nicht, wie viel Geld dann wirklich im Endeffekt im wahrsten Sinne des Wortes in der Mülltonne landet. Denn die Wegwerfwindel wird einmal angezogen, beim nächsten Wickeln geht sie ab in die Tonne. Stoffwindeln sind wesentlich günstiger. Natürlich hast du am Anfang eine höhere Investition zu tätigen. Und das kann dann zwischen 300 bis 600 Euro liegen. Und der Unterschied, der kommt eben dadurch zustande, welche Art von Wickelsystem du verwendest. Ob du einfache Mullwindeln verwendest, etwas aufwendigere Höschenwindeln oder vielleicht sogar Komplettwindeln. Natürlich kommt noch ein bisschen was dazu an Wasser, Stromkosten fürs Waschen und Waschmittel. Aber das macht nicht diese Differenz aus. Und dann bekommst du vielleicht noch ein zweites Kind oder ein drittes. Oder du gibst die Windeln an Freunde oder Verwandte weiter. Und dann partizipierst du beim zweiten Kind auch schon von dieser Summe. Du musst sehr oft nur ein bisschen Ersatz nachkaufen, lange nicht dieselbe Summe. Ja, und dann hast du auf jeden Fall nochmal sehr viel mehr gespart. Ich habe dir eben schon gesagt, dass du ja die Wegwerfwindeln in die Tonne schmeißt. Und das ist der nächste Punkt, der Müll. Ganz einfach, der Müllberg, der anfällt mit Wegwerfwindeln. Wegwerfwindeln sind in vielen Kommunen und Gemeinden mittlerweile eine der Hauptverursacher im täglichen Restmüll. Das ist wahnsinnig viel. Ein Baby verursacht ungefähr 1000 Kilogramm Müll durch Wegwerfwindeln. Und das bedeutet auch noch, 500 Jahre braucht ungefähr so eine Windel, bis sie verrottet ist. Du hast ein Baby und möchtest ja, dass dein Kind noch in einer schönen Umgebung, auf einer schönen Erde aufwächst. Wir haben ganz viele Probleme zurzeit mit unserem Klima und mit unserem Müll. Ich meine, wollen wir da wirklich noch mehr Müll produzieren? Ein Punkt, der ja jetzt wahrscheinlich nicht für alle Eltern gilt, aber für manche schon. Stoffwindeln sind richtig schick. Stoffwindeln gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Arten, in unterschiedlichen Mustern. Und wenn wir so warme Sommer haben wie im letzten und in diesem Jahr, dann kannst du auch deinem Kind einfach nur so eine tolle Stoffwindel anziehen und ein T-Shirt. Und das reicht dann schon wieder aus. Das sieht ja wesentlich besser aus als so eine Wegwerfwindel am Popo. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Stoffwindeln sind besser für die Gesundheit. Stoffwindeln schonen definitiv dein Familienbudget. Stoffwindeln sind besser für die Umwelt und Stoffwindeln sehen besser aus. Ich finde, alle Punkte sprechen für die Stoffwindel und gegen die Wegwerfwindel. Ich hoffe, dass das Video dir jetzt gefallen hat und dir aufgezeigt hat, warum Stoffwindeln echt toll und einfach cool sind. Beschäftige dich doch noch ein bisschen mehr damit und abonniere hier unseren Kanal. Dann kannst du nämlich noch ein paar andere Videos angucken und auch auf unserer Webseite von 1bis3.de. Da findest du noch viel, viel mehr Fakten und Informationen rund um die Stoffwindel nachzulesen. Ich freue mich wirklich, wenn du das nächste Mal wieder mit zuschaust und bedanke mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Also, mach's gut und einen schönen Tag noch. Tschüss!